Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Der liebe Liquid Duck ist wieder mit dabei, hallo. Genau, servus. Jetzt ist er auch in Rot, er hat einen Relock gemacht und jetzt sieht er auch das ganze Ausmaß hier drin. Also man sieht jetzt, dass die Röhre hier relativ viel Platz zu den Seiten hat. Da müsste noch ein bisschen Bauschaum dazwischen. Genau. Ich denke, wir cutten die da vorne, dass wir hier drin mehr eine Station noch ausbauen. Also ich würde jetzt nicht die schroffe Felswand nehmen, sondern schon... Nee, klar, die können wir ein bisschen kürzen. Genau. Bei mir war die, wie gesagt, halt bis auf den, ja, ich nenne es mal Boden, weil mir die Hälfte von dem Loch irgendwie nicht angezeigt wurde. Du kürzt aber jetzt schon, gell? Aber jetzt funktioniert, genau. Ja, ich weiß nicht, ob noch weiter. Du bist ja, von außen. Ich würde sogar noch so bis, ja, bis hier, wo ich bin, weil ich mach mal... Und dann mach da einfach mal so einen Cut. So. Ja, alles klar. So, das ist so die, ja, ja, genau. Könnte sogar noch ein Stück zurückgehen, vielleicht so gerade, wo es hin. Moment, ich mach nochmal einen Cut. Bevor du anfängst zu schnibbeln. So, jetzt müsste sich eigentlich trennen lassen, die Röhre. Nein, Quatsch. Haben wir eine halbschwebende Röhre? Ups. So, 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 so. Das ist ja das Schöne, man hat ja kein Material, was man hier verbraucht. Das wird später im Überlebensmodus, den wir dann hoffentlich auch spielen werden. Ja, bin schon mal gespannt, wann der rauskommt. Ja. Ja. Ich denke mal, das wird noch ein Momentchen dauern, bis da. Ja, das kann gut sein. Ist ja auch sehr umfangreich, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, weil man sich halt das Material erstmal ercraften muss, gell? Also das ist ja dann schon, genau, ein Unterschied. Also ich meine, man kennt ja von dem ersten Trailer von Space Engineers schon, wo man mit dem kennt Tool, man? Das okay. Da heißt Schweißgerät. Ja. Und ein Schleifgerät, dass er da in dem Trailer rumfliegt und Schiffe und Stationen repariert und nacheinander aufbaut, die nur als Metallgerüst vorhanden sind. Okay. Und so soll das in dem Survival-Modus auch werden. Mhm. Und da sind halt noch die restlichen Modelle fertig am Gestalten. Also zumindest diese Metallgestänge, weil es die für alle Items noch nicht gibt. Was mir gerade auffällt, ja. Bei mir ist hier die Wand blau eingefärbt. Also wo ich jetzt hier gegen das Material. Ich kann gerade mal ein bisschen bohren und gucken, was das ist. Zeigt er das an? Kann man das dann irgendwie aufnehmen? Wenn da irgendwann mal was... Fliegen keine Gesteinsbrocken weg, sondern es wird einfach nur... Ja. Komisch. Also normalerweise fliegen ja dann... Jetzt fliegen Bröckchen. Aber nicht in dem Blauen. Das Blaue ist wahrscheinlich Schaumstoff. Also was man so im Weltraum ja erwartet. Alte PET-Flaschen. Richtig. Festgeschmolzener Asteroiden. Ja, genau. Ja, da hat die Menschheit früher ihren Abfall entsorgt, gell? Ich meine... Ach, hier ist auch noch was. Hier ist so was Braunes. Hat was von... Ja, sehe ich. Erde. Rost. Keine Ahnung. Ja, da gehen Brocken weg. Echt? Jetzt fliegen bei mir Brocken. Das ist... Es wird angezeigt. Zeig's an. Oh Gott, nehmen wir den Brocken. Keine. Drücke T, Nickelerz. Nickelerz, okay. Mhm. Ja. Nickel. I want my Nickel back. Aha. Ja. Ja. Theoretisch überleg gerade, ob wir die einfach wie so, wie soll ich denn das jetzt, auslaufend lassen. Ich hatte jetzt gedacht, ob man hier eine Plattform dran macht, die man bis zu den Rändern zieht. Weißt du, dass man so eine Grundfläche hinbekommt, aber dass man nicht so, dass sie nicht so, weißt du, abgeschnitten ist. Weißt du, dass man jetzt hier so zack und oh fuck, das wollte ich nicht. So weit, wie es möglich ist, hier an den Rand ransetzt, weißt du? Dass das so... Ja, es geht ganz gut bei mir. Ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst für dich. Noch nicht. Ehrlich gesagt. Jetzt also ich setze das. Ich aber dann mache ich hier diese Dreiecksteile weg. Ja, ja, genau, das hat ich aber auch gemeint, dass man die einfach wie so schlüssig hier macht, dass es. Ja, weil zum Beispiel so eine Ziffer und so ein Ausgang. Genau, so ein, einfach so an, so wie so ein Flansch. Ja, genau. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich einer. Benutzt das Linientool, du Sack. Nein, mache ich nicht. Ich bin. Ach, Egoman. Oh, die kann man aber ziemlich gut in den Felsen reinsetzen, sehe ich gerade. Ja, da haben sie auch einiges getan. Also, es ging am Anfang kaum. Genau, glaube, das geht jetzt echt relativ weit. Weil jetzt ist es nämlich fast, jetzt muss ich mich mal drehen. Ich muss mal hier so, als wäre das die Ebene. Und wir müssen dringend, oh ja, ich kann es abschließend sogar machen. Ja, manchmal kann man auch am Rand, wenn man die quadratisch nicht mehr setzen kann, trotzdem noch die, die Schrägen oder so setzen.
Das funktioniert ja auch teilweise noch. Cool, ja. Doch, ist gut. Jetzt machen wir das hier noch, dass es bündig ist. Dann hat man wie so eine... Nee, da geht's nicht mehr. Okay, das war dann doch anscheinend Maximum. Geht da noch was dran? Überleg, wie das aussieht, wenn man es einfach so macht. So abschrägt. Ja, stimmt. Ist da nicht ganz schräge. So... Oh Mann, kann ich hier noch was reinsetzen? Nee, kann ich nicht. Also hier hört's auf. Nee, aber das ist schon mal ganz gut. So, ich würde auch sagen, wir brauchen hier... Die Röhre ist ja mit oben verbunden. Hier müsste Energie drauf sein, oder? Sollte, ja. Was ist denn jetzt, wenn ich eine... Ich weiß jetzt nicht genau, warte mal, wir sind ja umgekehrt. Wenn ich jetzt hier nochmal ein Kraftfeld draufsetze, also ein... was habe ich denn hier? Ist das die... Das ist nicht die Gravitation, warte mal. Wenn ich jetzt ein Reaktor klein, Gyroskop wollen wir auch nicht. Gravitationsfeldgeneratoren brauchen wir, gell? Genau, ja. Wenn ich jetzt hier die 6 und wir setzen es jetzt einfach mal so. Ah, jetzt haben wir eine gegengerichtete, keine Schwerkraft, weil man sieht sie gegengerichtet. Und jetzt hast du auch gerade... Die Schwerkraft ausgehebelt, oder? Kann das sein? Einiges an Steinchen in unsere Station reingefeuert. Weil die... Ah, okay. Okay, ich mach die... Genau, die sind... Oh, warum fehlt jetzt hier die Kante? Oh, hab ich den Boden hier... Nee. Und? Ja, ich will hier die... Das abschrägen. Okay, also wir müssen es andersrum bauen. Das heißt, wir müssen... Hier muss der Boden kommen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich auf ein Maximum die Fläche ausdehnen. Also irgendwie... Weißt du, dass das hier der Raum größer wird? Also, dass wir am Rand irgendwas runterziehen? Mhm. Oder wir lassen den schroffen Felsen, um einfach auch so ein bisschen den, weißt du, dieses Rustikale hier drin zu haben und ziehen einfach an der Seite irgendwelche Streben runter, die das praktisch verbinden. Ja, stimmt, ging auch. Weißt du, dass einfach nur eine Verbindung besteht? Also irgendwelche Säulen, man könnte ja zum Beispiel jetzt am Rand hier vielleicht jeweils in den Ecken so Säulen verbinden, dass das praktisch so wie die Träger sind, die außen unsere Station halten. Und damit dann eine Plattform weiter unten bauen. Also praktisch jetzt hier und dann, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Hm. Ja, ging auf jeden Fall auch, ja. Aber wenn wir die Streben, ja doch, lass uns mal Streben nach unten ziehen. Ich glaube, das würde vielleicht gar nicht so schlecht kommen. Ich bin mir jetzt gerade so unsicher. Hm, was meinst denn du? Wollen wir es auskleiden, den Felsen, oder wollen wir es so schroff lassen? Das ist schwierig. Das ist schwierig zu bauen, weißt du? Ja, richtig. Und dann, also ich würde eigentlich dazu tendieren, das so zu lassen, weil wir hier sowieso in so ein vorgefertigtes Minensystem kommen, würde ich sagen. Ja. Und dann fände ich, glaube ich, besser, wenn das hier einfach wie so ein Abschluss von unserer Röhre gibt, die so mit dem Asteroiden verankert ist. Aber um jetzt hier drin gehen zu können oder eine Schwerkraft hinzukriegen, müssen wir auf jeden Fall eine Verbindung schaffen. Das stimmt. Oder? Allerdings... Ne, wir können einen zweiten Generator setzen. Ja, wir können einfach einen zweiten setzen. Das wird natürlich dann verwirrend. Ich weiß nicht, ob wir hier laufen müssen unbedingt. Wollen wir es erstmal so lassen und die Station ausbauen? Minenraumschiffen. Genau, das denke ich auch. Reinfliegen. Können wir vielleicht, ich habe gerade so eine Idee, und pass auf, von der Röhre ausgehend, streben so ein bisschen ins Innere. Und dann einfach eine Plattform, also mit dem gleichgerichteten Gravitationsfeld, wo Gleiter drauf parken können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Einfach so als wenn man vielleicht so, gar nicht mal die Röhren so weit, so vielleicht, so bis zum Blauen, so hätte ich mal gesagt, so bis in der Mitte des Raumes, dass man so ein paar Streben zieht. Ich kann ja mal die, um das ein bisschen zu unterscheiden, ich nehme mal die dreieckigen Panzerungen. Also die Panzerplatten von den Dreiecken. Mm-mm. Und würde mal, das glaube ich könnte gut sein. So. Ups. So vielleicht bis hier, das müsste ungefähr so. Siehst du das? Ja, siehst du. Und dann das jetzt von jeder Ecke, so eine, Ja, das ist wie so vier Stütz. Genau, vier Stützpfeiler. Ich muss jetzt nur gerade wieder das Bauteil ausrichten. Da bin ich noch ein bisschen. So. So, ich hoffe. Okay, so passt es auf dem Radius, den ich jetzt hier. So, ist das eine Höhe? Ne, da fehlt noch einer. Meine ich.
Und dass man dann dazwischen irgendwie... So müsste es eine Ebene sein, meine ich, oder? Nee, da fehlt immer noch einer. So. So, ich ziehe nochmal eine hier hoch. Na, ah, jetzt hat er die... Das kann ja nicht sein, oder? Jetzt hat er das wieder verdreht da unten. Ach so, weil er keine... Er hat keine saubere Richtung. Deswegen funktioniert... Ich krieg einen Schreckkrampf. Das Problem ist, dass der Würfel nicht, also die Röhre ist irgendwie nicht. Oder der Minias ist nicht. So. Moment. Platte nach innen? Nee, das passt nicht. Also das mit diesem Ausrichten von den Steinen, habe ich ja letztens noch gesagt, das wäre so einfach. Ja, ist dann doch nicht so einfach, weil wenn man es länger Zeit wieder nicht gemacht hat. Ein paar Tage. Jetzt. Nein, jetzt muss ich es nur noch drehen. Nee, ist einfach scheiße. Nein, Quatsch. Moment, ich hab so, doch jetzt die haben Säulen. Wir das auf jeden Fall mal außen abgeschrägt. Das sieht doch ganz cool aus. Moment, die sitzen. Wieso ist die so. Ist die Röhre ungleichmäßig? Nee, ich habe einfach die Säulen bescheiden gesetzt. Die Säulen sitzen nicht symmetrisch, das ist das Problem. Egal, ich ziehe das jetzt einfach hoch. Ob das jetzt unsymmetrisch oder symmetrisch ist, ist mir scheißegal. Sieht nicht schön aus, aber was will man machen? Das Problem ist, der Rand von der Röhre ist nicht symmetrisch. Weißt du, was ich meine? Guck mal, wie die Säulen da drauf sitzen. Ja, ich hab... Achso, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst, ohne hinzugucken. Die mache ich... nee, ich mach's da weg. Das ist... Unsymmetrisch geht nicht. Oh, das? Ach, das hast du gerade. Da gerade ist ein Fremder. Nee, das war nur ich. So. Ich setze die jetzt an die Außenkante gegenüber der Dings. Genau so. Sieht zwar jetzt nicht schön aus, was ich jetzt mache, aber wir kriegen mehr Fläche. Und das müssen wir außen aber noch fixen. Diese kleinen Gaps. Mhm. Zack. Und dann... Genau. So. Dann müssen wir gleich wegen der Höhe gucken. Zack. Das passt ja jetzt hier gar nicht. Falsch Block weggemacht. Upsala. Naja, ist ja alles reparabel. Also, der Minja ist mehr fürs Grobe und der Liquid Duck mehr für die Feinarbeit. nein, ich weiß nicht, warum. Ich will drehen. Warum hast du den denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt. Ich probiere einfach. Ich daddel immer wild in eine Richtung und hoffe dann, dass es passt. So stimmt's. So, jetzt ziehe ich eine Ebene ein und dann schneide ich die wieder ab, die Säulen. Ich glaube, ich steige noch ein bisschen höher. Und so breit muss man das gar nicht machen, gell? So. Achso, dann machen wir. Nein, was jetzt? Jetzt hat er. Was hat er? Nicht gebaut. Hä? Muss ich Shift loslassen oder was? Ne, wenn ich Shift loslasse, setzt da ein Würfel in einen freien Raum. Hallo, Frau Batz, was ist hier los? Was? Moment. Grad will er nicht. Nee, er will nicht bauen. Er weigert sich. Das ist Befehl. Warum kriege ich denn hier keine Ebene reingezogen zwischen den Säulen? Ach so, warte, ich weiß warum. Weil ich den ersten Dings ansetze dort, wo schon ein Säulenstück sitzt. Und das ignoriert er dann ganz galant. Ah, jetzt. So. Jetzt, ja. Ja, ich habe den angesetzt, den auf dem Stück einer Säule. Hm. Verstehst du? Und das funktioniert natürlich nicht. Ah Gott, falsche Richtung. Das muss ja. Ich kann ja nicht in einen Block reinsetzen. So. Ja, jetzt sieht's doch cool aus. Jetzt sieht's cool aus. So, jetzt drehen wir uns mal richtig rum, setzen da gleich ein Gravitationsgedöns rein. Jetzt überlege ich nur gerade, ich würde den Gravitationen, würde ich wahrscheinlich hier irgendwo in der Röhre versenken wollen. Weißt du, dass man das nicht sieht. Dass man den sieht, du kannst den ja außerhalb der Röhre sozusagen. Genau, versenken. Ich drehe den mal hier rein und baue mal was weg, was... Ich mach mal hier einfach einen Schnitt rein.
Wir finden ihn wahrscheinlich nie wieder, aber das ist ja auch egal. Ach so, da kann ich jetzt nicht dahinter bauen. Ich nehme nochmal das weg. Genau. Ach, wir haben hier außen nochmal Platz. Ich muss den gar nicht hier irgendwie in die Wand reinsetzen, sondern ich kann... So. Jetzt haben wir Gravitation, die richtig rumgerichtet ist. Du bist jetzt mal rausgeflogen. Ah, okay, ja. Genau, ich habe den außen auf die Kante einfach gesetzt. Das müsste eigentlich reichen. Wir gucken jetzt mal, ob hier die Gravitation hier unten ausreicht. Das war mit X, gell? Ja. Genau. Alles klar, wir können laufen. Sehr geil. Müssen wir uns nur überlegen, aus welcher Seite man hier rausfliegt. Ich würde sagen, hier. Ja, ja, hier geradeaus. Dann machen wir nämlich vielleicht sogar... Ich überlege gerade, ob die Wände zumachen. Nee, brauchen wir nicht, oder? Nee, ich würde sie offen lassen. Das sieht ja cool aus. Wow. Wenn du runterkommst. Nein, 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 nein. X, X. Oh, Gott. I'm lost. Nee, ich bin nicht lost. Ich bin nur in einen der Seitengänge gefallen. Oh, oh ja, Gott. Da bist du. Ja, ich bin gerade, ich hatte gerade Probleme. Das ist aber jetzt auch cool, weil man kann jetzt direkt theoretisch von oben bis hier unten hin durchfallen. Theoretisch ja, es gibt ja noch keinen Fallschaden, kannst du ja mal ausprobieren. Ja, geht. Und? Selbstmörder? Mach Fußball. Ich kicke gerade noch ein paar Steinchen runter. Okay. Die jetzt auch bei dir ankommen. Kann. Ich sehe nur ein Licht. Steinchen sehe ich noch kein... Ah, jetzt... Oh, oh Gott. Das ist aber... Maximalbeschleunigung darunter. Aber mit Schmackes hier, ja. So. Ich stehe. Ich überlege gerade, ob man die Bodenplatte noch rüberzieht. Weißt du, ob man die noch bis zu den Wänden... Breiter, meinst du? Also jetzt über die Säulen hinaus. Also nicht... Aber nur, dass man hier vorne offen lässt, wo ich jetzt stehe. Und vielleicht sogar irgendwie abschrägt. Damit das nicht so abgekantet aussieht. Und hier bis zu den Rändern durchzieht. Ich habe jetzt gerade mal voll die Idee. Warte, ja, mach mal. Du musst ja mal was testen. Also, ja, okay, wir können auch Glas reinziehen. Mal, das funktioniert schon mal nicht, wenn wir mit Raumschiffen hier runter wollen, aber wenn wir das nur mit Raumschiffen bedienen wollten. Oh Gott, was ist das jetzt? Bräuchten wir theoretisch ja auch. Kann ich dir hoffentlich gleich sagen. Das ist natürlich blöd, dass das Ganze. Ich habe im Weg gestanden, es tut mir jetzt leid, ich baue dir aber. So. Das ist natürlich das doof, dass das Ganze. Nur mit einem 4x4 mittig ist und symmetrisch. Was und jetzt könnte man theoretisch hier als kleines Schiff drumherum eine Art Aufzug bauen. Weißt du, was ich meine? Einfach so eine Plattform mit ein paar Thrustern, die nach oben und unten zeigen. Ja, und dann das hoch und runter bedienen. Ein Cockpit und ein bisschen Energie und das war's. Dann kannst du da hoch und runter fahren. Dann hast du hier wie so ein Aufzug. Ach so, du meinst jetzt, ist es 4x4, das ist zu klein, also du kriegst keins in die Mitte. Die Plattform müsste praktisch noch größer sein. Hm. Nee, mit dem 4x4 meine ich, ich hätte aber nur einen Block als Säule genommen. Genau, könnte man nicht an den Rand der Säule. Genau, das ist jetzt die nächste Überlegung, dass man das einfach an den Rand der Säule macht und nicht mittig, sondern einfach wie so ein, kennt man ja manchmal so in so einem solchen Space. Ja, obwohl ich dann trotzdem 2x1 machen würde. Ja, absolut, kann man machen. Ja. Aber halt an den Rand, genau. Ja, ist schon ganz cool eigentlich jetzt so. Das, so, das wäre mal was. Ich würde mal kurz die Plattform, du kannst ja mal in deinem Aufzug ein bisschen basteln, ich würde mal kurz die Plattform rausziehen, weil das sind so primitive, einfache Arbeiten, die auch ich hinkriege. Warum ist da jetzt eigentlich so ein komisches Dreieck drin? Ist das der Füller? Ach, da ist Dings drin. Jetzt sehe ich das erst. Okay, das mache ich mal weg. Da ist ein schwere Gedöns drin. Wie heißt das? Schwere Panzerung. Ne, ich hab das nur aus... So, jetzt. So. Krieg ich dahinter noch was gesetzt? Ich glaube, bis in die Kante komme ich nicht, aber das würde ja schon reichen, um nicht abzustürzen. So. Also die Steuerung ist wirklich, wenn man, sagen wir mal, Standardsteuerung in der normalen Ebene gewohnt ist, ist man da schon, also ich bin, nennen wir es mal so, ich bin überfordert. So. Nee, das stimmt schon. Das ist schon... Ist jetzt nicht so einfach, ja. So, kriegt man da noch was reingesetzt? Also, was heißt einfach oder schwer, aber...
man braucht auf jeden Fall mehr Eingewöhnungszeit. Ja, absolut. Das meinte ich damit. So. Den Klotz rausnehmen, da einen reinsetzen. Ja, ja, schon, aber ich meine, es macht ja auch Sinn von der Steuerung. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie Gedöns wäre. Ich habe manchmal noch so ein bisschen das Problem, dass ich eine Wand zu mir hinbaue, statt auf der anderen Ebene, gell? Nein, bewegen Sie genau, sich. Genau, dass du sozusagen im Weg bist, oder? Ja. Ja. Weißt, was du meinst, ja. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade verbaut, aber nichts, was nicht reparabel wäre. Warte mal, vielleicht lasse ich das sogar. Mal gucken. Vielleicht ziehe ich da vorne mal, um die Schräge besser hinzukriegen. So. Wow. Mann. Also für mich ist es gerade irgendwie extrem anstrengend. Also weil man das Umdenken, weißt du, von den... Mhm. Wie muss ich mich drehen? Das ist ein ganz schöner... Brainfuck. Warum? Mach jetzt das, was ich will. Mein Computer versteht mich nicht. Nein, ich will da keine Wand hochziehen und schon gar nicht höher, als ich sie jetzt schon... Okay, ich muss jetzt... Das ist halt auch manchmal sehr verwirrend, wenn du nicht siehst, wo deine Blöcke gerade sind oder wenn du eine Ebene setzen willst, weil du halt selbst im Weg bist und du siehst die Anzahl der Blöcke, die du jetzt setzen würdest, wird größer, aber du siehst die Plattform an sich nicht. Ja, ich habe so vor allem in mich eben reingebaut, weil... Mhm. Na jetzt, komm. Ich mache jetzt Einzelblock-Modus, weil es für mich einfach... besser hinhaut. Nee, kriege ich nicht mehr reingesetzt hier in der Ecke. Nee, okay. Dann würde ich aber auch die anderen beiden hier rausnehmen. So. Dann ist das wenigstens gleichmäßig krumm. Und da vorne haben wir auch schon eine Kante. Ja, das passt. Gut. Jetzt würde ich gern das hier noch ein bisschen... Nee. Drehen. Runter. So. So. Habe ich jetzt da ein Stück rausgecuttet? Ich hab's geahnt. So. So. Jetzt sieht's schön aus. Ah, du hast sogar gelb gefärbt. Endlich kommt mal Farbe ins Spiel. Das war ja auch von den Zuschauern so ein bisschen nicht bemängelt, aber die haben halt gesagt, fehlt noch ein bisschen Farbe. Weil immer dieser graue Trister. Ist. Da gebe ich absolut recht, ja. Das ist... Ist halt auch nicht so einfach, das Ganze immer in Farbe zu halten. Vor allen Dingen auch gerade mit dem Farbenproblem, ja. Ja, weil das Einfärben ja auch noch so ein bisschen... Was hast du da für eine Stange? Ja, was ist das? Lecks verursacht. Die mache ich nur zur Orientierung, wie groß ich den Aufzug machen kann. Was ist das überhaupt? Warum ist das Material so klein? Diese Stange, die... Das ist ein kleines Schiff. Ach so, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was daraus wird. Ja, ich auch. Das bin ich auch. Wie ging es nochmal mit der Farbe durchschalten? Das war mit Semikolen. Ich würde mal gerne den Boden blau machen, um einfach ein bisschen Kontrast reinzukriegen. Und dann war, was war nochmal einfärben? Das habe ich jetzt echt nicht mehr raus. Mit Maustaste gedrückt, ja. Mittlere Maustaste. Genau, ja. Okay. Mittlere, ja. Oh, wenn ich jetzt färbe, habe ich einen Teil vom Aufzug eingefärbt und ich weiß nicht warum. Ach so, weil ich das nicht in Flächen ziehe, sondern... Ah, okay. Genau, ich dachte, wenn du da Shift drückst, dann machst du das in einem 7x7 Radius oder so. Ja, ja, genau, dann okay. Das wollte ich nicht. Ich entfärbe gleich wieder. Ich putze gleich durch. Ich will nur kurz den Boden ein bisschen einfärben. Ich überlege gerade, ob man die Säulen vielleicht in Rot macht. Weißt du, dann kommen wir den Zuschauern auch mit der Farbe entgegen. Mhm. Schalte ich mal kurz durch. Gibt es eigentlich noch eine Farbe? Grün. Grün? Nee, Rot. Obwohl, rot könnte deine Bahn werden. Weißt du, so als Warn. Mhm. Ja, ich wusste jetzt nicht, was für eine Farbe. Dann arbeiten. Gelb, ist grün, so gelb, grün. Keine Ahnung. Warte, ich grün machen. Grün und blau schmückt die Sau. Nee, was haben wir da? Ich bin hier nur ein bisschen. Okay, ich gehe mal wieder auf grau. Schwarz. Schwarz gibt's ja auch noch.
Wobei das ja streng genommen. Mist, geh gekommen. Wobei das ja streng genommen keine Farbe ist, gell? Warum komme ich nur. Ich hab. Ach, WSD. Ist hier. Ja, ja. Ach so, das ist ja gelb. Willst du da ja. Na gut, das kann man ja gleich noch richtig einfärben. Kommen wieder weg, die sind jetzt nur, um das Ganze ein bisschen stabil zu halten. Ach so, das was jetzt hier. Kommt. Okay, alles klar. Ups. Ich habe Mist gebaut. Wie so oft. Müssen wir vielleicht auch mal, wenn man viel gegen Klotz in die Hand nehmen. Da haben wir noch. So. Ich will nur, dass das ganze Ding hier nicht einfach mal durch die Gegend fliegt. So, jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Ah, da ist noch. Oh, jetzt liegen hier unten diese zwei kleinen Steinchen rum. Echt? Ich sehe da gar keine. Du siehst, das sind wie weißen Mäuse. Das ist bestimmt Weltraumkoller. Ich muss dich schnell auf die Krankenstation bringen. Ja, genau. Ne, die ich von oben runtergekickt habe, die waren das. Ach so, die sind bei mir überhaupt gar nicht angekommen. Also die scheinst nur du zu sehen. Die sind jetzt auch weg. Und das ist jetzt Thruster in jede Richtung? Warum in jede Richtung? Müsste doch nur nach unten und oben kommen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ja, nur weil es einer jetzt im Moment. Ja, die kommen auch, wenn der Aufzug fertig ist, nur nach oben und unten. Ach so. Aber, Wie führst du das Ding? Das interessiert mich jetzt. Ach so, du baust mit einem kleinen Raumschiff und wo hängt sich dieser Aufzug ein? Also, dass er jetzt nicht einfach wegfliegt? Hängt er sich nicht? Nee. Das wird so geregelt, dass, Du baust es jetzt außen das rum. Das ganze Teil einfach sozusagen nur nach oben und unten fliegen kann. Das kann nicht seitlich. Ja, aber wie verhinderst du jetzt das Ganze, dass es die Plattform sich löst von diesem gelben Balken? Ja, genau dadurch, dass ich mache kein Gyroskop ran, das heißt, das kannst du nicht irgendwie seitlich bewegen. Und dann machst du nur Thruster nach oben und unten. Das heißt, du kannst nur hoch und runter fliegen. Und es ist zu schwer, als dass es. Ja, aber wie ist es denn geführt an der gelben Säule? Irgendwie bin ich da gerade. Gar nicht. Gar nicht. Das ist einfach nur Optik, diese Säule. Die gelbe Säule ist Optik. Aber wie bleibt das denn stabil? Achso, wegen der Schwerkraft oder was? Nö. Achso. Das ist einfach nur ein Schiff, bei dem ich gleichmäßig die Thruster verteilen werde. Und dann. Ich bin gespannt. Ich lasse mich einfach überraschen, bevor ich hier weiter Fragen stelle. Ja. Der Ingenieur ist bei der Arbeit. Auf jeden Fall ist unsere. Landeplattform soweit schon mal ganz gut gediehen. Wir machen an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Der Aufzug wird dann in der nächsten Folge weitergebaut sein werden sollen dürfen. Und mal gucken, was daraus noch wird. Lass mich selber überraschen, weil ich keine Ahnung habe, was er vorhat. Aber er wird wissen, was er tut. Ich hoffe mal, dass ich das weiß. Wenn euch die Idee mit dem Aufzug gefällt, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Schreibt es in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Und wir sehen uns zum nächsten Teil von Space Engineers wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.